Eins für Marie. Augenfarbe, ja, muss ja auch. Gesundheit. Bewegung, Gesundheit. Und was haben Sie von der Rolltreppensteuer? Von der was? Rolltreppensteuer. Wollt ihr mich verarschen? Rolltreppensteuer. Ja, das kenne ich, da wird jetzt ich demnächst oder angeblich liegen wir da an den Rolltreppen stehen und dann 50 Cent verdienen. Nichts. Gar nicht? Nichts. Wir haben Steuern genug. Steuern genug. Danke. Jetzt haben wir Sie. Kann ich fragen, wie alt Sie sind? Wie gewohnt sind Sie? 180. Ich dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sicher doch. Ich bin von der Stiftung für technischen Fortschritt und arbeite im Bereich der Rolltreppenforschung. Also, zum Ersten ein paar Fragen zu Ihrer Person. Ja. Sind Sie männlich oder weiblich? Wie sehe ich denn aus? Natürlich männlich. Okay, danke. Wie alt ungefähr? Sie können auch einfach ungefähr das Alter angeben. 18. Wie groß? 1,90, 1,95, 93. Ihre Augenfarbe bitte? Grün. Nochmal, die Akustik war... Grün. Okay, danke. Dann jetzt ein paar Fragen zum Intermobilitätsverhalten. Ja. Also, welche Fortbewegungsart bevorzugen Sie? Die Rolltreppe, den Fahrstuhl oder die gängige normale Treppe? Aus Zeitspargründen würde ich dann doch die Rolltreppe in Kaufhäusern vorziehen. Doch, ja. Okay, bleiben Sie dann darauf stehen oder gehen Sie? Das kommt auf den Zeitfaktor an. Also wenn ich dann Zeitdruck habe, laufe ich wohl eher runter. Und wenn ich viel Zeit habe. Okay, damit haben Sie mir den Grund eben schon genannt. Und noch ein paar Fragen zur Politik. Ja. Was sagen Sie zur geplanten Rolltreppensteuer, die Regierung jetzt demnächst einführen will? Davon habe ich jetzt nicht unbedingt was gehört. Also ich denke, das ist Schwachsinn, was Sie da gerade gesagt haben. Okay, wenn Sie meinen. Und noch eine letzte Frage. Sind Sie schwul oder sind Sie heterosexuell? Da kann ich nur eins zu sagen. Ein bisschen bi schadet nie, ne? Okay, tschüss. Danke.